Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt auf diesem Kanal und dieses lautet Endling. Denn ich habe mir gedacht, bei den ganzen Kriegen von wegen Ukraine und Russland und Iran hat jetzt auch irgendwelche Proteste und überall sind Umweltkatastrophen etc. Spielen wir heute mal ein bisschen ein Spiel, das einen ein bisschen aufmuntert, nämlich Endling, Extinction is Forever. Und ja, da spielt man einen kleinen Fuchs. Was ist denn süßer und toller als ein kleiner Fuchs, nicht wahr? Guck, das sind wir, wie süß wir sind. Und die Welt ist gerade am Untergehen. Mann, das ist doch ein richtig schön aufmunterndes Spiel. Ja, also wir sind ein kleiner Fuchs, auch Kitsune genannt auf Japanisch. Da sind die auch tatsächlich, also da gibt es so richtige Fuchsschreine und sowas. Richtig, richtig cool. Also wenn ihr mal in Japan seid, oh, was geht mit dir ab, du kleiner Elch? Oh, fast hätte er mich umgerannt. Gut, dass ich stehen geblieben bin. Ja, genau, da gibt es so Schreine und die sind richtig cool. Wenn ihr mal in Japan seid, besucht auf jeden Fall mal so einen Fuchsschrein, weil die sind wirklich richtig, richtig cool, sehen richtig cool aus. Wow! Können wir nicht rüberspringen? Okay, dann graben wir uns durch. Komm, wir schaffen das. Kleiner Fuchs, zusammen können wir das schaffen. Aber warum er nicht einfach rüberspringt, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, listig, schlau, aber auch gewieft sind Füchse, nicht wahr? Ich glaube, das sind so die Eigenschaften, die einen Fuchs ausmachen. Auch wenn er, glaube ich, war das der Fuchs, der gegen den Igel verloren hat? Kann sehr gut sein. So, aber was haben wir denn hier jetzt für ein Spiel? Das ist erstmal Endling, Extinction is Forever, was auf Deutsch so viel übersetzt wie Aussterben ist für immer. Und ihr merkt schon, weil hier auch, ja, der Wald gerade abbrennt, dass das natürlich auch wieder mit der Umweltkatastrophe und sowas zu tun hat. Allerdings, wenn ihr jetzt schon in den Hintergrund guckt, ist der wahrscheinlich, naja, hier erkennt man es vielleicht noch nicht, aber ich vermute mal, der ist schon menschengemacht, weil wir halt hier auch diese Schilder und sowas haben. Reserved Species. Aha, Matteo. Wer ist Matteo? Und wieso hat er einen Heiligenschein über dem E? Das sind die ganzen Spezies, die unter Umweltschutz stehen. Oh, und Füchse sind schon durchgestrichen. Das ist sad. Die ganzen Waldbewohner sind hier am Aussterben. Nicht cool. Ja, das Spiel ist am 19. Juli rausgekommen. Kostet, glaube ich, 30 Euro auf Steam. Ich hatte das tatsächlich auch schon so lange. Allerdings hatte ich ja meine Abiturprüfung. Deswegen konnte ich... Ach, hier hoch. Okay. Ja, konnte ich nichts aufnehmen und dann hatte ich noch Corona danach, auch richtig geil. Konnte ich auch wieder nicht aufnehmen und die Corona war sowieso die... Stimmt, Corona haben wir auch noch! Guck mal, noch eine Pandemie dazwischen. Alles richtig cool. Oh, man muss hier einen Trickshot machen, oder was? Okay, Trickshot! Ahoi! Das ist ja cool. Ja, und deswegen konnte ich leider nicht aufnehmen. Ich vermute, bei euch hat sowieso keiner vermisst. Aber ist in Ordnung. Spiele ich halt für mich alleine. So ein wunderschönes Spiel. Wir sollten vielleicht auch mal auf die Musik hören, weil die ist wirklich sehr, sehr schön. Die klingt so ein bisschen orchestralisch angehaucht. Auch wenn das... Also es ist so eine schöne Musik und dann ist das so ein trauriges Thema. Oh, das... Oh, warte, will er mich angreifen? Oh nein, nein, bitte greif mich nicht an. Oh Gott, ich hab dich aufgepasst. Bin ich tot? Hast du mich umgebracht? Als ob er verbrannt ist. Also ich habe gesehen, dass sein Geweih gebrannt hat. Ist natürlich belastend. Entschuldigung? Leben Sie noch? Hallo? Er ist einfach wirklich verbrannt. Es tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid. Ich werde dich rächen. Ich werde keine Ahnung was machen. Oh nein, humpeln wir jetzt? Oh nein, wir humpeln! Vorne links haben wir uns verletzt. Jetzt frage ich mich, ob das auch so wäre. Oh, wenn ich besser aufgepasst hätte. Diese Kackmenschen! Was kommt hier in meinen Wald und zerstört meine Heimat? Alles war besser, als die Menschen noch nicht da waren. Wir hatten ein friedliches Leben. Alle gemeinsam. Klar, wir haben uns gegenseitig aufgefressen. Aber der Natur, dem ganzen Ökosystem, ging es doch trotzdem gut. Und dann kamen die Menschen, haben alles abgeholzt, nur für ihr eigenes Essen und haben nicht dabei bedacht, dass sie die Tiere dabei ausrotten und ihren Lebensraum vernichten. Diese verdammten Menschen. Irgendwo muss es doch noch lebende Tiere geben. Keep out. Gib doch selber out. Ich bin ein Fuchs, verdammt nochmal. Der König des Waldes, oder zumindest, das ist sogar ein Mensch. Oh mein Gott, da oben ist ein Mensch. Oh mein Gott, da oben ist ein Mensch. Und eine... Oh, okay. Und eine Drohne. Und der Mensch gehört hier anscheinend aber nicht dazu. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, vielleicht ist der Mensch ja nett. Vielleicht will er mich retten. Oder er will hier noch mehr zerstören. Ah, wir haben hier unsere Höhle. Okay, ab in unsere Höhle. Da finden wir erstmal Unterschlupf. Warum wir... Oh, unter so einem... Mast sind? Weiß ich. Oh nein.
Auch nicht, sag mir nicht, wir haben Familie. Hahaha, wir sind weiblich. Und wahrscheinlich schwanger. Oh nein. Oh nein, der Fuchs weint. Wein doch nicht. Komm, get up. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Fuchschen, du kannst jetzt nicht aufgeben. Wir sind sowas von schwanger. Ich schwöre, wir sind schwanger. Oh nein, jetzt bringen wir in so eine Scheißwelt. Jungen zur Welt, oder was? Nein! Zwei Stück? Drei? Vier. Vier kleine Füchschen. Oh Leute, wie süß sind die denn? Okay, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen wie Shelter. Kennt ihr das Spiel Shelter? Da hat man, glaube ich, einen Dachs gespielt oder irgend so was anderes Kleines. Wie süß sie sind. Okay, warte. Wir benennen sie. Links ist Jay. Rechts daneben ist Dennis. Dann der Graue, das ist Nico. Und der daneben ist Patrick. Ja. Yeah. Patrick aka Diddle. Ich weiß, ich habe euch in eine richtig scheiß Welt hier gerade reingeboren. Aber zusammen als Familie kriegen wir das schon irgendwie hin. Let's go, ihr vier. Wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam hin. Oh, Diddle ist der Erste, der aufwacht. Oh, ist so süß. Aber bitte lass die Fuchsmutter jetzt nicht sterben. Aber sie atmet noch, naja, sie atmet noch. Leute, sie atmet noch, alles cool. Oh, wie süß. Oh, trotzdessen freut sie sich, dass sie Kinder geboren hat. Ist auch immer so eine Sache, ne? Will man in so eine Welt, in der wir gerade leben, wo alles irgendwie schlechter wird mit Klimawandel und so? Und den ganzen Kriegen und was weiß ich alles? Will man da noch Menschen, kleine Babys reinpacken? Wo es ja sowieso schon 10 Milliarden Menschen gibt. Oh. Jetzt ergibt das auch Sinn, dass sie es durchstreichen, das Endling. Oh nein. Guck mal, unten links. Da sind vier kleine Icons für unsere vier Kinder. Und eine Lebensanzeige oder sowas daneben? Oh scheiße, ich habe das Gefühl, wir können tatsächlich auch Leute verlieren. Finde Nahrung für deine Welpen, klar. Ach, die heißen auch Welpen bei Füchsen? Okay, wir finden Nahrung. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jagen, oder? Eine kleine Maus oder sowas? Was essen Füchse? Okay, wir schauen mal, ob wir irgendwas finden. Zumindest ist unsere Pfote ein bisschen geheilt. Kann auch sein, dass wir... Nee, Winterschlaf machen Füchse nicht, oder? Das ist auch immer so süß, wie sie von oben in... Was haben wir denn da eigentlich? In den Schnee reinduddeln. Sieht aus wie eine Ratte, hat auf jeden Fall einen sehr langen Schwanz. So, jetzt ist die Frage, wen wir dieses Essen geben. Ah, jetzt wissen wir auch, was die Anzeige unten links ist. Das ist die Nahrungsanzeige. Aber finde ich schon mal gut, dass wir nicht entscheiden müssen, wer denn die Nahrung bekommt. Die teilen das schön gerecht untereinander auf. Oh, Diddle. Diddle ist der Süßeste. Bis jetzt erst ist aufgewacht. Er macht die süßesten Sachen. Oh nein. What are you? Nein, Diddle! Diddle, fall nicht auf die Falle rein! It's a trap! Nein, Diddle, sei doch schlau! Ich dachte, du bist der smarte Guy! Oh nein, das ist sowas von der Trap. Irgendjemand will ihn fangen. Und ich bin einfach ein Pen! Ey, Mann, das ist ja richtig assig. Mit so einem Spielzeug ihn da rauslocken. Nein, Diddle. Don't do it. Diddle, bleib doch im Bau. Und ich merke es zu spät. Wow. Oh, und er freut sich richtig. Oh Mann, was ist das denn? Oh, er hat sich so gefreut, dass er da mit jemandem spielen konnte. Ist so richtig hin und her gehüpft. Und dann klauen die mir meinen kleinen Diddle. Diddle, wo bist du? Diddle! Diddle, ich werde dich zurückbringen. Koste es, was es wolle. Diese verdammten Menschen, immer klauen sie einem alles, was man hat. Hier ist das komische Spielzeug, das sie benutzt haben. Du Verdammter. Sieht aus wie ein Handschuh oder so. Ah, Diddle hat sich gewehrt. Sehr gut, Diddle. Gib ihn Saures. Füchse haben halt einfach so eine Superkraft, dass sie einfach alles erschnüffeln können, was passiert ist. Das sieht aus wie eine Batterie. Die Spur endet hier. Finde Nahrung für deine anderen. Was? Ja, jetzt ist Diddle einfach weg, oder was? Hey, ihr könnt mir doch nicht einfach mein Diddle wegnehmen und dann sagen, tja, hier endet die Spur, dann such halt mal Nahrung für die anderen. Da hinten. Okay, da sind zwei Menschen und die sind mir garantiert nicht wohlgesonnen. Wir bleiben mal ein bisschen weiter unten, würde ich sagen. Aber die gucken sowieso in eine andere Richtung. Die sammeln die Care Corp. Es heißt auch noch die Care Corp. Willst du mich komplett verarschen?
Aber anscheinend suchen die ja wirklich hier alle Tiere auf, nicht wahr? Die wollen hier alle Tiere einfach auslöschen, wenn ich das richtig sehe. Und dann nennen sie sich Care Corp. Also so viel wie Corporation, die sich um einen kümmert. Ja, ja. Alles Lügen, diese Menschen lügen immer nur. Können nichts anderes außer lügen. So, aber damit sollten wir dann auf jeden Fall genug Essen für einen ganzen Winterschlaf haben. Auch wenn es nur noch 3 sind. Aber wir haben Frosch, Leute. Wir haben Diddle mit einem Frosch ausgetauscht. Ist doch auch gut. So, das ist Dennis. Obwohl, nee, das ist Jay. Was passiert jetzt mit Jay? Dennis ist über Jay rübergestolpert. Nicht ohne Mama rausgehen. Leute! Oh, sie werden größer. Süß. Oh, die sind jetzt noch süßer als damals. Als Welpen. Wo sind sie? Hallo! Oh, knuffig! Ach, ihr drei. Ich finde aber, wir haben zu schnell aufgegeben mit Diddle. Also, keine Ahnung, die sind ja jetzt garantiert schon, was weiß ich, 10 Wochen alt oder so, wenn die schon so groß sind. Und wir haben uns nicht wirklich... Nee, Nacht 4. Die sind doch nicht in 3 Tagen vom Welpenstatus in so einen süßen Kleinstatus hier rumgegangen. Oh nein, das ist so süß. Oh, wie er mich angebeilt hat. Und da ist der Fox, say, wow, wow, wow. Ja, ja. Nee, die lachen so komisch, ne? Die machen so... glaube ich. So, aber was mache ich denn jetzt mit euch? Hallo, kommt ihr auch alle mit? Ja. Ihr seid ganz schön schnell unterwegs. Ihr seid so süß. Oh mein Gott. Okay, Leute. Jetzt haben wir eine kleine Armee. Wir suchen jetzt euren kleinen Bruder, den Diddle. Oh, richtig süß. Guck mal, wie tapsig die sind. Aber so richtig schlau halte ich das jetzt auch nicht. Dass wir mit unseren Kindern in feindes Gebiet gehen. Aber zumindest muss ich dann nicht immer wieder zurücklaufen, um den Essen zu geben. Mal da vorne, Leute. Meint ihr, das ist eine Falle? Oder ist das einfach nur Müll? Yes, ist auf jeden Fall. Los, bedient euch, meine Kleinen. Nehmt alles, was ihr kriegen könnt. Bitteschön. Ein für dich, Jay. Ah, oh nein, es ist doch eine Falle. Es ist eine Falle. Oh, nevermind, Leute. Nevermind. Ich habe jetzt einfach nur einen richtig schönen Schal bekommen. Ist cool, ne? Ja, der Schal ist richtig cool. Okay, den Kleinen gefällt mein Schal auf jeden Fall. Oh nein, ich sehe eine Bärenfalle. Leute, nicht weitergehen. Mama macht das. Ach, die laufen einfach drum rum, ja? Okay, ihr seid schlauere Kinder, als ich dachte. Aber natürlich seid ihr schlau. Hätte ich nicht anders erwartet. Ach, hier haben wir Bären. Leute, wollt ihr ein paar Bären essen? Bitteschön. Sind Füchse tatsächlich Allesesser? Das kann natürlich sein. Stimmt, ich habe neulich ein Video gesehen, da haben die Eier gegessen. Also so ein rohes Ei hat man den Füchsen gegeben. Und das haben sie dann so richtig freudig angenommen und sind damit weggelaufen und dann haben sie das gegessen. Ich rieche was. Oh, Leute. Wollen wir einen kleinen Häschen töten? Da! Richtig brutal, ey. Könnt ihr das schon essen? So einen riesigen Hasen? Scheinbar. Sogar beim Essen sind sie süß. Oh, das hat richtig viel gebracht. Aber wir können leider nicht in den Unterschlupf von dem Hasen gehen, nicht wahr? Na gut. Aber hier hinten war auf jeden Fall noch ein Mensch. Da müssen wir aufpassen, aber der scheint auch Hunger zu haben. Hätte ich den Hasen geben können? Hätte der den gegessen? Kommt der hierher? Wenn er hierher kommt, müssen wir ihn angreifen. Dann denkt er, wir haben Tollwut und dann... Ah! Lauft, Leute! Er will uns essen! Versteckt euch! Menschen sind nämlich so. Die essen Füchse. Psst. Jay, mach keine Geräusche. Psst. Okay, Leute, er ist weg. Lauft, bevor er uns weiter sieht. Obwohl der so aussah, als wenn er auch Hunger hätte, genauso wie wir. Vielleicht ist das auch ein Freund gewesen. Aber wir müssen vor jedem Menschen erst einmal annehmen, dass er böse ist. Oh, jetzt läuft der Mensch da die ganze Zeit doof rum, oder was? Wow, er kommt hierher, er hat uns gesehen. Leute, doch lieber wieder auf die andere Seite. Leute, kommt mit. Das ist nicht gut. Der ist doch vielleicht böse. Guck mal, wie böse er da rumsteht. Böse Menschen stehen immer böse rum. Ja, okay, die Nacht bricht an. Ich glaube, dann sollten wir uns lieber wieder in unsere Höhle begeben. Da wissen wir wenigstens, was wir haben. Nicht wahr, Leute? Alle noch beisammen? Okay, gut. Na, alle gut geschlafen? Na, dann kommt. Leute, habt ihr Hunger auf den Fisch? Der kann natürlich ein bisschen verdorben sein. Das Wasser hier sieht jetzt nicht so geil aus. Nichtsdestotrotz,
Fisch. So, kommt her, Leute. Mann, die sind so süß. Guck mal. Diese kleine Entchen. Wer ist als erstes da? Der Jay. Der Jay hat als erstes schön den Fisch gegessen. Möchtet ihr vielleicht noch ein paar Beeren haben? Ihr Bären für irgendwen, esst einfach, wer auch immer das haben will. Oh, da ist er wieder, der Mensch. Hallo. Bist du jetzt böse oder nicht? Oh Gott, ich weiß nicht, ob du böse bist. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, okay, er ist böse. Ich beiß dich. Geh weg von mir, ich beiß dich, wenn du was von mir willst. Ich mach dich kaputt. Wow. Bringt er mich einfach nieder. Hat er mich getötet? Was ist das denn für ein Arschloch? Ringt er mich da nieder und bricht einfach mein Genick? Obwohl er sieht, dass ich Kinder habe? Das ist mir zu viel.